Hallo meine Lieben, ihr seid wieder auf dem Kanal auf ins Dani-Land gelandet. Schön, dass ihr da seid. Ich habe gerade, wirklich gerade eben Post gekriegt von Karat Art. Man sieht hier noch die Regentropfen auf der Kiste, als ich die gerade reingeholt habe. Und ich bin auch noch ein bisschen außer Puste. Ja. Und zwar habe ich Ende Januar das Osterüberraschungspaket bestellt. Und das ist gerade eingetrudelt. Und ich dachte, ich packe das mal mit euch aus. Und gucke mal, was da drin ist. Bin ja echt mal gespannt. Sehr neugierig bin ich. So. Zwei Bilder. Und eine Überraschung. Ich würde mal sagen, wir fangen mit der kleinen Überraschung an. Bin ich ja mal sehr gespannt, was da drin ist. Guckt mal, Strasssteine in eckig. Wie cool. Mit den 10 Nummern drauf. Die 742 und die 3765. Das finde ich ja sehr cool. Ich hatte euch ja letztens noch erzählt, dass ich noch gar keine eckigen Strasssteine gepaintet habe. Ich habe mir ja irgendwann mal so ein Set mit Strasssteinen in eckig gekauft bei Temu. Ich glaube. Ja. So, hier sind die beiden Bildchen. Ich habe noch nicht gelinst. Aber die sind so rum. Da sind sie, die beiden Bilder. Mit welchem fangen wir denn mal an? Ene, mene, miste. Es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck. Und du bist weg. Okay, dann nehmen wir das zuerst. Weil ich wollte nämlich eigentlich gerade ein Video drehen für mein Nageltagebuch. Ich hatte hier schon alles aufgebaut. Dann sah ich den Postboten wegfahren, wo ich da gerade noch so stand. Und habe ich gedacht, dann flitz mal schnell runter. Und was soll ich sagen? Da habe ich gedacht, dann mache ich jetzt erst dieses Video. So, da ist das erste Bild. Ich habe immer noch nicht auf den Karton gelinst. Also ich sehe genauso viel wie ihr. Entschuldigung, das war jetzt wirklich echt, das war jetzt nicht gestellt, das kam gerade so raus. Schaut mal, das ist schön. Das ist schön. Machen wir es mal auf. Und ich weiß nicht warum, aber hier sind gerade zwei runde Steine. Aber ich glaube, die lagen davon vorher noch, ich bin mir nicht sicher. Ist auch egal. So, da haben wir das Bild. Die Leinwand hat sich verändert, kann das sein? Die fühlt sich nicht mehr so... Wartet mal, die fühlt sich nicht mehr so an wie vorher. Bin ich mir ziemlich sicher. So, hier haben wir, hoppala. Hier haben wir wie immer ein Wachs. Und, jetzt sehe ich das erste Mal das neue... Karatart Washi Tape. Bisher kannte ich immer nur das alte. Hier haben wir, nehme ich mal wieder hoch. Hier haben wir hier unsere Sticker-Legende. Also es ist ein Bild, wie wir eben schon gesehen haben, mit quadratischen oder eckigen Steinen. 40x48 von Jana Prosvetkina. Prosvetkina, würde ich sagen. Und es heißt Frühling. Und wir haben... Wir haben zwei... Nehme ich euch mal wieder runter. Wir haben hier zwei AB-Farben und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 ND-Farben. Und da gucken wir jetzt mal, was das ist. Das ist nämlich neu. Dann haben wir hier unser Steinchen. Aber die Leinwand fühlt sich auch anders an. Also die ist irgendwie dicker, habe ich das Gefühl.
Warte mal, das gibt mir jetzt keine Ruhe. Ich muss mal gerade fühlen gehen beim anderen Bild. Ja, doch, die ist ein bisschen anders. Die haben sie ein bisschen verändert. Ob ich das jetzt gut finde, weiß ich noch nicht. So, dann wühlen wir mal. Also, hier ist die erste AB-Farbe. Das ist so ein Altrosa, würde ich sagen. Dann haben wir hier ein AB in so einem grün Khaki. Es ist nicht ganz, ne? Es ist ein bisschen heller als Khaki. Ich muss mal irgendwie mein Licht. So, und dann kommen wir zu diesen neuen. Und das sind wahrscheinlich dann sowas wie Fairy Dust Steine. Also die sehen so ein... Ja. Also es ist so ein leichter Glitzerschimmer drauf. Aber es ist halt... Weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Doch, ne? Permut ist es auch nicht. Da ist wirklich so wie so ein kleiner Glitzerhauch drauf. Auch hier in Rosa. Dann der hier in Blau. Und das Ganze sind wie immer Harzsteine. Also ich finde das immer lustig, wenn manche sagen Harzsteinqualität. Nein, es ist nicht Harzsteinqualität. Das wären Steine, die so gut sind wie Harzsteine. Aber das hier sind Harzsteine. Also nicht Harzsteinqualität, sondern Harzsteine. Und hier ist auch nochmal. Ne, also da dürft ihr euch nicht verwirren lassen, wenn irgendwo steht Harzsteinqualität. Dann heißt das nicht unbedingt, dass es Harz ist, sondern dann heißt es nur, dass es von der Qualität so gut ist. Aber bei Karat Art bekommt ihr wirklich Harzsteine. Und oh, die Farbe ist auch schön. Und die als Nagellack würde ich mir sofort drauf machen mit diesem feinen Glitzer. Ey, sind ja echt schön, die Steine. So, dann gucken wir uns mal das Bild genauer an. Und dann gucken wir uns auch mal an, wo die sitzen. So. Das ist eigentlich eine schöne Bildgröße. 40 mal 48 stand hier eben, ja doch auch. Also quasi fast 40 mal 50. Finde ich eigentlich eine schöne Größe zum Painten. So, das hier ist jetzt die 47. Ich nehme euch mal wieder hoch. Dann haben wir hier... Oh, das ist aber ein sehr mysteriöses Zeichen. Die 47. Das ist, zeige ich euch mal hier auf der Legende. Ich muss euch doch runternehmen. Das Symbol habe ich ja noch nie irgendwie beim Painten gesehen. Also, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Viel haben wir davon nicht. Hier oben in dem Weiß ist ein bisschen drin. Ah, und hier auch an den Weißrändern, wo hier der Saast drüber geht. Hier sitzt ein bisschen davon. Also wie gesagt, das ist nicht viel. Dann haben wir hier die 49. Das ist das Ad-Zeichen. Das sitzt hier in den Blüten drin. Auch hier in den Blüten. Jetzt gucke ich mal, ob da auch... Ja, dann haben wir die 48, das ist die chinesische 7 oder 8 oder so, was mein Sohn immer sagt, oder japanische 7 oder 8, ich habe keine Ahnung, sind so, ich sag mal, es sieht aus wie ein Pi ohne Dach drüber, haben wir hier in den Blättern und hier in den Blättern, sehr schön, haben wir es noch? Ich glaube, das war es auch schon, weil es ist ja, und da haben wir auch nicht so viele, aber es sind ja auch nur Akzente. Sehr schön, finde ich toll. Jetzt hier dieses super tolle Rot, das ist echt eine klasse Farbe. 43, das ist eine Note, das haben wir auch hier in den Blättern, hier in den Blättern, hier in den Blättern. Ja. Dann ganz viel von diesem Blau. Ich vermute mal, dass das hier dieser Stern ist. Die 45. Nee, die Raute. Die Raute sitzt hier, hier außenrum, hier außenrum, hier außenrum, hier außenrum. Ja.
Oh, ich liebe ja Karate-Artbilder so. Ich würde das am liebsten, aber ich habe jetzt für Easter Drills ja meinen Gockel angefangen von Home Fun. Den muss ich auch fertig machen. Also den mache ich definitiv fertig. Und nebenbei muss ich auch noch die Alice von Karate-Art fertig machen. Die mache ich nebenbei noch. Da ist noch anderthalb Reihen habe ich da, glaube ich, noch. Ja, meine Nägel, die brauchen noch mehr Zeit. Und da stehe ich momentan drauf, deswegen guckt euch die auch nicht so genau an. Die sind nicht so schön geworden, aber das erfahrt ihr in meinem Nageltagebuch, was ich dann gleich noch im Anschluss drehen werde und dann mal gucken, in welche Reihenfolge ich die dann hochlade. Egal, so 46, das ist der Anker. Der Anker. Auch hier eine Blüten, da außenrum. Und hier so ein bisschen, hier ein bisschen. Echt schöne Farben, die schimmern. Und gelb. Das ist die 44. Das ist, ich wollte gerade sagen Hashtag, aber es ist nicht Hashtag. Das ist so ein Aufzählungszeichen, aber nicht die klassische 5, sondern drei Striche und einer durch. Ist auch ein neues Symbol, ne? Haben wir hier ganz viel in dem Vogelhäuschen. Aber mehr hier oben so rum, obwohl hier auch ein bisschen. Ja, wunderschön. Haben wir es im Vogel auch. Ja, hier in der... Das ist eine Kohlmeise? Ne, eine Kohlmeise hätte mehr Grün, glaube ich, ne? Oder sind es Spatzen? Wartet mal. Doch, es könnte eine Kohlmeise sein. Helft mir mal auf die Sprünge. Auf jeden Fall, hier ist es auch mit drin. Sehr schön. Wunderschön. Gefällt mir. Also, es ist ja immer so eine Sache, eine Box zu kaufen, wenn man nicht weiß, was drin ist. Wobei bei Karat Art, also klar, die haben auch Bilder, die gefallen mir nicht. Die haben halt eine Mischung und nicht jedes Design gefällt. Aber das, finde ich, sieht schön aus. Es, sofort hat mir das gefallen. Das hätte ich mir auch so gekauft. Bin ja mal gleich gespannt, was in dem anderen ist. Ich habe noch nicht gelinst. So, jetzt habe ich die natürlich durcheinander gebracht, aber so ungefähr gehören sie hierhin. Muss ich mal schauen, wann ich zu komme, weil jetzt im März paint ich ja erstmal, wie ich gerade schon gesagt habe, meinen Gockel. Und dann wollte ich eigentlich im April mal gucken, dass ich im April wirklich mal nur Bilder painte, die fast fertig sind, damit die mal weggearbeitet werden. Und im Mai ist dann ja schon das Happy Strawberry Time Event von mir. Da kommt dies natürlich nicht in Frage. Ja, mal schauen. Aber es ist ja eigentlich vom Motiv her... Oh ja, die Leinwand ist tatsächlich wirklich dicker. Was habt ihr da getan? Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Bin mir noch nicht sicher, ob mir das gefällt. So. Alles wieder da rein. Und dann nehmen wir uns mal das nächste Bild. So. Also ich habe ja letztes Jahr auch schon mal so eine Sommerkiste bestellt. Da war dann eine Meerjungfrau drin und dieses Bild mit dem Fotoapparat. Das habe ich auch. Also da habe ich auch eigentlich ganz gut getroffen. So, jetzt haben wir, glaube ich, schon wieder eckige Steine. Oh, wie schön. Wie schön. Und jetzt weiß ich auch nicht, sind da überall die gleichen Bilder drin oder ist das, hat das abge... Ah, guckt mal. Jetzt haben wir ein Washi-Tape mit einem anderen Symbol drauf. Auf dem Ebenbandstern und hier sind Diamanten. So. Dann gucken wir mal. Okay. Ja, das ist jetzt nicht so 100% meins, aber es ist trotzdem niedlich. Das ist jetzt ein 35x40 Bild. Bleib liegen. Und das hat auch nur 36 Farben, also ist auch mehr so ein Anfängerbildchen. Muss ja auch nicht immer so Riesendinger sein. Doch, das ist aber eigentlich, das ist auch ganz putzig.
So, und was haben wir jetzt hier für Farben? Hier haben wir jetzt auch 1, 2, 3. Oh, ihr seht wieder nichts. Schimpf doch mit mir. 1, 2, 3 ABs und 3 von diesen... Ich sag mal Fairy Dust. Ich weiß nicht, wie sie richtig heißen. Hier steht ND, wahrscheinlich D für Dust und N für, keine Ahnung. Dust, was heißt denn Dust? Staub, ne? Was? Ja, auf jeden Fall diese bestäubten, so leicht mit einem Hauch Glitzer bestäubten. So, wo haben wir sie? Da. Da haben wir sie. Und zwar haben wir ja auch so, ist das gleiche Grün wie eben? Das weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Dieses Grün sind die Sternchen und die Sternchen, wartet, ich hole euch wieder hoch, damit ihr das Bild in der Gänze sehen könnt. Diese Sternchen sitzen hier, 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 hier oben, also in diesen Blütenringkranz, keine Ahnung. Obwohl, das könnte ich von der Größe vielleicht noch schaffen, weil mein Gockel, den ich mache, der ist 30x40 und das hier ist 35. Mal gucken. Mal gucken, ob ich das vielleicht noch mit in den... obwohl, das passt nicht zu Ostern, ne? Ah, schauen wir mal. So, die 32, das ist dieses Zeichen für Weiblichkeit. Das haben wir hier. Haben wir es noch? Hier vereinzelt, da. Hier so ein bisschen, also so wirklich so ganz sachte, zart verteilt. Dann haben wir hier wieder so ein schönes Gelb. Das ist die 33. Das ist wieder Note. Die Note sitzt hier und da, also hier so drin. Hier oben bei den Blüten. Dann die 34 ist jetzt ein gelber AB. Also wir haben so ein, sind ein bisschen unterschiedlich gelb. Also das ist ein bisschen mehr orangegelb und das ist mehr gelb-gelb. Fällt mir jetzt gar nichts anderes zu ein. Und das ist hier, hier, also auch mit in den Blüten verteilt. Hier mehr, da mehr. Hier so ein bisschen, ja, sehr schön. Dann... Auch wieder so ein Altrosa als AB. Hier in den Blüten. Hier so drin. Hier mit verteilt da. Da. Und da gucke ich gerade mal. Das ist die... Nee, ich habe gerade gedacht, wir haben sie noch als normale Farbe, aber haben wir nicht. Und dann haben wir hier die... Das Unzeichen und das haben wir hier noch ein bisschen und hier mit drin, hier, hier, ja. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob dieses Paket bei jedem die gleichen Bilder beinhaltet oder ob es da unterschiedliche Bilder gibt, die dann hinterher noch in den Shop kommen, die man sich dann noch so kaufen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Auf jeden Fall ist das ja auf den zweiten Blick auch ganz niedlich. Was mich so ein bisschen stört ist, aber es ist halt ja ein Anfängerbild, dass doch ziemlich viel gleiche Farben hier sind und auch im Hintergrund, da fehlt so ein bisschen die Schattierung. Aber ja, es ist halt wie gesagt... Bloomy Raccoon. Ah, das ist direkt ein Design von Karat Art. Also nicht jetzt irgendwie von einem Künstler designt, sondern von Karat Art designt. Okay. Aber da hätte ich mir noch ein bisschen mehr, wie nennt sich das? Changieren? Keine Ahnung. Obwohl manche mögen das ja, dass sie so Color Blocking haben, ne? Also Spaß macht's auf alle Fälle. Kommt bestimmt auch cool raus.
Da weiß ich jetzt aber nicht, ob ich mir das ausgesucht hätte, wenn das jetzt so im Shop war. Wahrscheinlich nicht. Hätte ich mir wahrscheinlich nicht genommen. Aber das andere finde ich richtig super. Also mein A und O und U am Anfang, das war jetzt nicht irgendwie gestellt. Das ist mir wirklich so rausgerutscht. Das ist Fakt gewesen so. Ja. Schön. Wer von euch hat sich denn noch die Set bestellt und kann mir denn vielleicht mal Rückmeldung geben? Ja. Ob das jetzt überall die gleichen Bilder drin waren oder unterschiedliche. Ja, dann hoffe ich, mein kleines Karat Art Frühlings-Unboxings-Video hat euch gefallen und ich hoffe, ich kriege von euch dafür einen Daumen nach oben. Und wer es noch nicht hat und am Ball bleiben will bei mir und mir folgen will, lasst doch ein kostenloses Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann wünsche ich euch, dass alles, was euch wünscht, in Erfüllung geht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.